Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal die insgesamt 7 Mounts von den Zeitrissen angucken und zusätzlich dachte ich mir, gucken wir uns auch noch die ganzen anderen Collectibles an, die es sonst noch gibt, packen wir alles in ein Video rein, aber der Main-Fokus liegt jetzt erstmal auf den Mounts. Ich befinde mich schon auf dem ersten Mount hier und zwar ist das einmal der Schwelhund, den kennen wir ja schon unter anderem in 2 verschiedenen Farbvarianten. Eine so eine rötliche hat man damals bei einem Geburtstagsevent in, ich glaube, Warlords of Draenor war das, durch Molten Core bekommen können. Und die andere Variante gab es ja dann in Legion über Schmiedekunst. Da konnte man, glaube ich, einen Plan aus Nighthold holen. Und genau, jetzt haben wir eine dritte Farbvariante hier, die dementsprechend so ein bisschen eine Mischung ist, auch grünlich wie die Schmiedevariante, bloß eher so ins Gelbliche, würde ich immer sagen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Mount Special können wir uns auch schon mal angucken. Und ja, ist ein nettes Mount. Die anderen Mounts können wir jetzt uns auch gleich anschauen, aber als erstes erkläre ich noch, wie das mit den Zeitrissen im Allgemeinen funktioniert. Ihr solltet wissen, ab Patch 10.1.5, der jetzt mittlerweile schon seit Mittwoch live ist, haben wir die Möglichkeit, in Taldrassus auf den Koordinaten 51, 56 jede Stunde einen Zeitriss zu spielen. Und dieser Zeitriss beginnt immer zur vollen Stunde, heißt um 1 Uhr, um 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter. Bei dem Zeitriss ist es so, dass ihr, um ihn richtig beginnen zu können, mit einer Dame sprechen musst. Und zwar Sori Dormi heißt die. Und ja, dann geht das Ganze hier los. Das spielt sich quasi hier ab in diesem Türholdreservoir. Und da habt ihr dann verschiedene Aufgaben, die ihr erfüllen müsst, Gegner, die ihr töten könnt. Und ja, kleine Minigames, alles Mögliche dabei. Das Ganze geht etwa 9 Minuten. Das ist die erste Phase. Da könnt ihr dann eine Leiste auffüllen mit Punkten. Und diese Leiste funktioniert so, dass ihr bis zu insgesamt 7500 Punkte das auffüllen könnt. Bei 2500 bekommt ihr einen ersten Beutel, und zwar ist das der grüne. Bei 5000 bekommt ihr quasi den zweiten Beutel und bei den vollen 7500 bekommt ihr den dritten. In diesen Kisten ist dann immer Währung drin, diese Flocken. Ihr seht, umso höher, umso mehr Währung ist quasi drin in diesen Kisten. Und zusätzlich bekommt ihr auch Währung und Ruf, wenn ihr dementsprechend Mobs und Ereignisse in dieser ersten Phase abschließt. Sobald die erste Phase rum ist, also nach 9 Minuten, könnt ihr keine weiteren Kisten mehr spielen, sondern in der Mitte von dem Türholdreservoir, da können wir jetzt mal kurz reinfliegen, geht dann ein Portal auf. Dieses Portal klickt ihr an, dann kommt ihr in einen Raum, wo nach einer Minute ein Boss angreifbar ist, den Boss haut ihr um und dann bekommt ihr nochmal ein bisschen Ruf und noch ein paar Flocken, wenn ihr den Endboss umhaut. Danach ist das Ding quasi over. Und den kompletten Loot, den ihr aus diesen Zeitrissen bekommen könnt, könnt ihr durch 2 Wege, oder durch 3 Wege besser gesagt, bekommen. Weg Nummer 1 ist, ihr haut den Boss um und der Boss, den könnt ihr nicht looten, aber ihr kriegt quasi so einen Push-Loot, also der ploppt automatisch auf, wenn der Boss stirbt. Ihr kriegt nicht immer einen Loot, der ist sogar relativ selten tatsächlich. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Loot aus euren Kisten rauskommt, die wir jetzt gerade aufmachen, das ist noch seltener. Und die dritte Möglichkeit ist, den Loot von Händlern zu holen. Da können wir jetzt mal hingucken. Wir haben hier einige Händler rumhocken und die haben verschiedene Sachen dabei. Mounts, Pets, auch teilweise aktuelles Gear mit Trinkets. Die haben alte Legendary-Effekte drauf, also manche sind gar nicht so schlecht. Und ein Haufen Temok-Gedönse, ne? Also wir kriegen hier richtig viel Zeug. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Invasionen bei diesen Zeitrissen. Und zwar ist es alles möglich. Mal greift die Legion an, mal greifen Murlocs an, mal hat man Titanensachen dabei. Und ja, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, gibt es da. 7 Stück, 7 verschiedene gibt es. Und dementsprechend gibt es auf jede Invasion einen Händler. Alle Items, die ihr über diese Invasionen rausbekommen könnt, gibt es quasi auch bei den Händlern. Also ihr könnt alles kaufen, wenn ihr bei den Invasionen an sich kein Glück hattet, kriegt ihr ja ständig diese Flocken und mit denen könnt ihr euch dann alles kaufen. Hier im All of Things sieht man es vielleicht ganz schön. Also der Baron Splitter, der ist halt für die Geißel-Invasion-Sachen da. Dann haben wir hier den Nachtelfen, der ist halt für die Legions-Invasion-Sachen da. Dann gibt es hier diese mechanische Invasion, da haben wir hier diesen Mechagnom. Dann haben wir hier eine Invasion vom Black Empire, da hat sie die ganzen Sachen dabei. Es gibt auch eine Invasion, wo Allianz und Horden Chars quasi angreifen. Und ja, noch vieles mehr. Eine Kleinigkeit solltet ihr vielleicht wissen, es gibt ein paar, wenn ihr Temok sammelt, ein paar Sachen, die dementsprechend glasgebunden sind, wo man dann einen Lederchar braucht, einen Kettenchar braucht und so weiter. Also es macht auch Sinn, wenn ihr Temok sammelt, das Ganze mit unterschiedlichen Chars zu machen. Gut, soweit zum Vorgeplänkel. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das Ganze effizient farmen wollt,
gebt keine Münzen aus oder gebt nichts von diesen Flocken aus, bis ihr so viel habt, dass ihr euch alles kaufen könnt, was ihr bei den Händlern kriegt. Denn bei den Invasionen funktioniert das so, soweit ich das jetzt beobachtet habe, dass man keine Sachen doppelt bekommt, die man dort gedroppt bekommen hat. Heißt, ihr könnt einfach immer weiter die Invasion machen, bis ihr ein gewisses Cap an Münzen bzw. Flocken habt. Könnt euch das mal ein bisschen ausrechnen, wie viele Sachen gibt es, die ihr haben wollt bei den Händlern, und erst dann kauft ihr das. Sonst, wenn ihr bei den Händlern Sachen kauft, ich habe eine Sache gekauft und direkt in der nächsten Invasion habe ich es gedroppt bekommen. Also anscheinend diese Lockout-Mechanik, dass man nur Sachen bekommt, die dementsprechend man noch nicht hat, gilt nur für Sachen, die gedroppt sind. Komischerweise, wenn ihr einen Teil gekauft habt, dann könnt ihr es doppelt kriegen, dann habt ihr es natürlich umsonst gekauft. Ne? Also das ist ein bisschen blöd. Ich habe mir, glaube ich, ein Rüstungsteil gekauft, um zu gucken, ob zwischen Horde und Allianz das rüberschert, weil es gibt sowohl Allianz-Temok als auch Horden-Temok. Und zur Auflösung, wenn ihr euch das Allianz-Teil kauft, kriegt ihr automatisch das Horden-Temok auch. Also ihr müsst nicht mit Horde Allianz das machen, außer bei einem Mount, aber da werden wir gleich zu sprechen kommen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die ganzen Mounts an. Da geben wir mal Zeitriss ein. Und zwar, was haben wir für einen Mount? Wir haben einmal Hungriger Schwarzer Greif. Das ist, glaube ich, die Allianz-Version, also das Allianz-Mount. Das ist einfach so ein Greif. Der sieht ganz nice aus. Ist ähnlich wie der Greif, den wir uns schon angeguckt hatten, aus Boralus, den man jetzt kriegt, ne? Wenn man dementsprechend Stufe 30 ist oder mit einem Max-Level-Char hingeht. Dann haben wir Perfektionierter Koloss. Das ist das zweite Mount. Das ist quasi ein Recolor von dem Mount aus SOO, also aus dem... aus dem Schlachtzug Schlacht um Orgrimmar. Sieht auch ganz cool aus. Können wir auch mal das Mount Special noch drücken. Dann haben wir den schwelenden Hund. Den hatten wir uns ja vorhin schon angeguckt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die anderen kaufen. Ich habe mir schon ein paar Marken vorgespart. Seht ihr, 18.000. Ich habe das Event schon das ein oder andere Mal gemacht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns den ganzen Stuff kaufen. Also hier bei der Händlerin, bei diesem Traktürviech, haben wir einmal den Albatros für 3000 Marken. Den kaufen wir uns jetzt mal. Ich kaufe mir gleich das andere auch noch. Hier haben wir übrigens auch ein Pet noch. Was haben wir da noch? Einen Wappenrock, den habe ich schon. Übrigens, die ganzen Sachen sind alle Blizzard-Account gebunden. Also ihr könnt die im Endeffekt von Char zu Char schicken und die da dementsprechend lernen. Genau. Oder kaufen wir uns jetzt erstmal die Mounts. Dann haben wir hier noch diesen Murloc-Händler. Der hat nur ein Trinket und ein Pet. Dann haben wir hier den Greifen. Den haben wir ja schon. Dann haben wir bei ihr hier, haben wir quasi den Schwelhund, den haben wir uns ja auch schon geholt. Schönen Tag auch. Dann haben wir hier den Teufelsturmdrachen, den kaufen wir uns auch noch, würde ich sagen. Interesting. Dann schauen wir mal, die Händler sind ein bisschen schwer zu sehen, weil die so ein bisschen durcheinander stehen und hier sind immer relativ viele Spieler. Dann als nächstes haben wir Zügel, Geißel, gebundener Bezwinger. Den kaufen wir uns auch. Das ist das dritte. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt hier übrigens auch noch eine Händlerin, die quasi auch Gear hat, das quasi aktuell verwendbar ist. Das kostet dann immer eine zeitverhärte Zeitkapsel. Die bekommt man beim ersten Mal in der Woche, wenn man den Endboss in einer von den Zeitrissen umhaut, bekommt man immer so eine zeitverhärte Zeitkapsel. Also ihr könnt euch immer ein Gear-Teil quasi kaufen. Die Gear-Teile können aber auch in den Behältern drin sein. Oder wenn ihr den Endboss tötet, ne? Also, aber eins kriegt ihr quasi safe. Also könnt ihr mit jedem Twink umhauen. Hab halt ein 402er-Item-Level-Item. Gut, ich würde sagen, die lernen wir jetzt noch und schauen uns die dann gleich mal an. Also den Albatros, den Teufelsturmdrachen und Zügel des geißelgebundenen Bezwingers. So, Zeitriss. Und vom letzten müssen wir gleich ein bisschen was Trickyes machen. Das zeige ich euch dann. Also, jetzt schauen wir uns den Sturmdrachen an. Die kennen wir ja schon, da gab es ja diesen Valachar-Drachen, diesen roten, der sehr, sehr cool aussah. Und ich glaube, da gibt es auch noch eine lilane Version. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, der von den Valachars sieht geiler aus, dieser rote. Der, ich glaube, von den Inselexpeditionen gab es noch so einen lilanen, ne? Aber ja, es ist ganz nett, aber den anderen finde ich cooler tatsächlich. Den Albatros, den hat man, glaube ich, auch irgendwie durch Inselexpeditionen bekommen. Den gab's, da gab es auch eine andere Farbvariante noch. Und hier... den Frostwurm, naja, den kennen wir. Da gibt es zwei Versionen aus ICC. Frostwurm ist immer cool. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob das der so viel anders aussieht. Wahrscheinlich ein bisschen anderen Blauton hat der. Der hat so ein bisschen Blaustich, ne? Ja, ist cool. Kann man hier sich einfach einen Mount holen. Okay, und das letzte Mount, das kriegen wir jetzt nämlich leider nicht. Und zwar müssen wir da auf einen anderen Char rübergehen. Das ist nämlich Allianz-Horden-Mount. Wir haben nämlich hier, seht ihr,
sie hier, die Goblin-Dame, ist die Verkäuferin für die Invasion zwischen, es steht da unten dran, Kriegslande, ne? Also das ist Horde gegen Allianz, da hat der Krieg zwischen Horde und Allianz nie aufgehört. Und dementsprechend gibt es hier Temok, der halt für die Allianz ist nur und nur für die Horde. Aber wie gesagt, das Share drüber, also ich habe es getestet. Aber die Mounts könnt ihr nur das von der Allianz kaufen, beziehungsweise von der Horde dann. Und jetzt können wir mal gucken. Ich habe irgendwo einen Horden-Char. Nee, das ist der Allianz-Char. Das hier ist ein Horden-Char. Hab das Ganze mit 4 Accounts gemacht, deswegen bin ich da schon relativ weit. Ne? Ihr wisst ja, ich fahre für die ganzen verschiedenen Rüstungsklassen mit 4 Accounts immer die Raids und Dungeons. Und die habe ich auch hier genutzt, deswegen bin ich mit Punkten schon ziemlich weit dabei. Seht ihr das? Hier haben wir dementsprechend die Horden-Variante. Ne? Auch bei der Goblin-Dame. Wir können halt dann dementsprechend nur die Horden-Variante als Hordler kaufen und die Allianz-Variante als Allianzler. Also das können wir uns einmal einkaufen. Und dann können wir das Mount lernen. Wenn ihr diese Items beim Boss gedroppt kriegt, dann kriegt ihr ein anderes Token und könnt das dementsprechend, wenn ihr als Allianzler die Horden-Variante kriegt, dann könnt ihr das nicht lernen, komischerweise, sondern ihr müsst einen Spieler der anderen Fraktion anklicken und könnt dieses Mount auf ihn draufwerfen und der lernt dann automatisch das Mount. Das war habe ich letztens bekommen in einer Invasion, konnte es dann nicht lernen und hatte es dann tatsächlich auch schon auf dem Account selber. Und ja, dann habe ich einmal aus dem Stream das quasi rübergeschmissen, war ganz lustig. Ich musste dann quasi den von der anderen Fraktion anvisieren und dann das Item einsetzen, dann hat er das gelernt. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Beim Händler anscheinend kann man sich aber direkt die Version kaufen und dementsprechend das dann auch lernen. Gut, das ist der Hund. Warte, jetzt können wir wieder zurück auf den... Jetzt muss ich mal gucken, halt, das ist der falsche. Das ist der richtige, ne? Zurückswitchen. Und dann schauen wir mal rein. Zeitriss. Da seht ihr, jetzt haben wir auch den Kriegswolf. Ich kann den auch als Allianzler reiten. Obwohl der Hordensymbole drauf hat. Aber beim Händler kann ich ihn halt nicht kaufen. Und wenn er gedroppt kriegt, dann muss ich halt auch gucken, ne? Dass man den halt auf dem anderen gibt. Gut, das sind alle 7 Mounts, die ich euch zeigen wollte. Mit dem Mount Guide sind wir soweit durch. Ich persönlich kaufe mir jetzt noch alle anderen Collectibles. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne dranbleiben. Wir werden uns die Sachen auch ein bisschen anschauen, hätte ich gesagt. Und ja, dann gucken wir mal rein. Machen wir uns vielleicht nebenbei auch All the Things so ein bisschen auf, dass wir den Überblick haben. Jetzt muss ich bloß gucken. Die einen Items, die blenden wir uns natürlich aus. Das sind die Gear-Items. Die sind jetzt hier nicht für diese Flocken, aber alles andere. Wenn ihr das Zeug kaufen wollt, dann macht es am besten so, wenn ihr das mit verschiedenen Chars macht, dass ihr euch erst die Sachen kauft, die quasi groß sind, ne? Also die viele Marken kosten. Weil sonst habt ihr am Ende irgendwie bei einem Char 2000 Marken über und dann braucht ihr einen Mount für 3000 und beim anderen habt ihr auch 2000 Marken, dann ist halt blöd, wisst ihr? Deswegen das am besten und kauft euch am allerbesten erst die Teile, die Rüstungsklassen gebunden sind. Also ich kaufe mir jetzt erst hier bei dem Goblin-Dame die Ledersachen, weil nur die kann ich dementsprechend auf dem Druid lernen. Ne? Auf dem Warwick kriege ich kein Lederzeug. Also die nehmen wir jetzt hier raus. Komischerweise kriegt man in dem Sack immer 2 Sachen. Also man kriegt dann quasi immer 2 Timok-Items. Und es kostet aber trotzdem 1150 von den Flocken. Die habe ich schon gedroppt bekommen, wie ihr seht. Und jetzt müsste ich bei dem Händler soweit alles haben. Hier hinten kann man sich übrigens noch Ruf-Tokens kaufen. Aber 2500 Flocken für 250 Ruf ist absolut wasted. Also das würde ich nicht machen. Das Pet habe ich auch schon, ja. Quasi habe ich jetzt mit dem da alles, was man sich holen kann. Und wie viele Marken habe ich jetzt noch über? 5000. Ja gut, jetzt können wir uns noch ein paar andere Sachen holen. Beziehungsweise, ich swap jetzt erstmal mit den anderen durch und dann gucke ich mir, was übrig bleibt. Machen wir es mal so. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf den Horden-Char. Mit dem hatte ich nämlich nicht so viel, weil den hatte ich zwischenzeitlich dann geswitcht. Also ich hatte erst mit 4 Chars angefangen, quasi alles zu kaufen oder halt die Marken zu farmen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja Horden-Items gibt und dass ich da am besten irgendwie ein bisschen gucken muss. So, mit dem müsste ich jetzt mal gucken, wie viel wir von dem T-Mog hier noch kaufen können. Jetzt fangen wir mal mit den Säcken an. Ich glaube, alles Plattenzeug kann ich gar nicht kriegen. Aber ja, da muss ich dann noch vielleicht ein bisschen weiter farmen. So, das kaufen wir uns jetzt mal. Achso, die könnten wir uns nachher dann auch noch anschauen, die ganzen, die Set-Teile. Dass wir das vielleicht auch noch mit drin haben. Aussehen, ach, das ist so ein Horden-Set, oder? Ist das hier ein vollständiges Set? Ah, das ist das vollständige Set. Also so sieht das bei der Horde aus, das Platten-Set. Und wie gesagt, man kriegt die Allianz-Version dann quasi auch. Leider
kann ich jetzt aber nicht das ganze Zeug kaufen, ne? Also bei dem Hordenschar, die ganzen platten Sachen, da habe ich noch zu wenig, weil ich mir das Mount ja holen musste. Aber gut, das sind jetzt hier noch ein paar Dinger. Ich denke mal, die kriege ich auf jeden Fall so noch zusammen. Okay, dann kann ich nämlich auf den schon mal umloggen. Ich hatte nämlich auf einem anderen Char mir hier schon ein bisschen was zusammengesammelt. Das ziehen wir jetzt mal rüber. Und derweil holen wir uns jetzt mal noch hier mit dem anderen Stoffchar noch ein bisschen was. Mit dem habe ich auch noch 14.000 Marken. Wo haben wir es denn? Wieder zur Goblin-Dame. Da kaufen wir uns jetzt einmal hier das Stoffset. Ich bin echt froh, dass es, ne, zwischen Ali und Horde hin und her wechselt, weil sonst müsste man halt nochmal das Doppelte für das ganze Set ausgeben. Und das wäre dann ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. Ganzen Teile. Jetzt muss ich bloß gucken, auf welchem Allianz-Char ich auf dem anderen Account noch war. Ich habe mir auch extra die Kisten hier noch drin gelassen. Ab und an droppt da halt auch noch was raus. So, also jetzt schauen wir uns das Set einmal an, was wir uns hier geholt haben. Das klicken wir mal weg. So, seht ihr? Das auf dem Wagen. Ja, ist es ganz nett. Es haut mich jetzt nicht von den Socken, muss ich ehrlich sagen, aber es ist ganz nett. Gut, Set haben wir. Jetzt haben wir mit dem noch einige Marken über. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal noch die restlichen Sachen, die da rumliegen. Achso, ja, wir haben hier auch noch Waffen, ne? Die müsste ich dann auf den Twink schicken. Also ihr seht, das ist ja alles Battle.net-Account gebunden. Heißt, das kann man dann auch noch zu einem anderen Char schicken, der das eventuell lernen kann. Also, mal das hier raus. Das schicken wir dann einfach auf den Krieger, der kann alle Waffen lernen, das sollte dann kein Stress sein. So, was haben wir hier noch? Die Vorlage können wir noch rausnehmen. Das kann ich noch rausnehmen. Die Faust. Oh, warte mal, die Faustwaffe kann ich halt mit meinem Main lernen. Das sind, glaube ich, die Schultern hier von Ragnaros. Also wir werden uns jetzt nicht wirklich jedes einzelne Item anschauen, aber es gibt manche, die echt ganz cool sind. Und die gucken wir uns selbstverständlich an. Also die Ragnaros-Schultern, die haben schon echt was für sich. Da kann man sich bestimmt ein cooles Set draus machen. Hier einen Dolch, der so ein bisschen am Leben ist. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, da nichts mehr dabei. Die Dame hatten wir schon. Dann, was haben wir hier? Das Pet haben wir auch schon. Hier hätten wir noch eine Axt. Das können wir dann auch rüber auf einen anderen Char schicken. Da auch nicht. Ah, da haben wir einen Wappenrock. 1500. Ein Schwert haben wir hier. Den Streitkolben. Okay, dann ist jetzt over. Das geht dann doch. Also 14.000 Punkte, wie ihr gesehen, sind doch ganz schnell weg, ne? Zwei Sachen noch. Ich bin jetzt gerade überlegen. Das kann ich theoretisch auch auf die Charts schicken, wo ich jetzt noch eingeloggt bin. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich habe nämlich hier mir extra den Postkasten rausgezogen, ne? Also das sollte gehen. Schauen wir uns die Sachen vielleicht auch noch an. Okay, die Axt ist relativ unspektakulär. Der Stab ehrlich gesagt auch. Ja, es ist halt ein T-Mog-Teil mehr, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ein T-Mog-Teil mehr. So, also dann schicken wir... Ups, was habe ich denn da noch? Ah, anscheinend so ein Berufswissen habe ich noch irgendwo gedroppt bekommen. Interesting. So, also das hier. Ich denke mal, Axt müsste auf jeden Fall mein Hunter tragen können. Mit dem haben wir nämlich jetzt auch gleich noch ein paar Sachen. Und einen Streitkolben kann man Druid tragen, soweit ich weiß. Da, Blackmore. Okay. Gut, dann ist der Char eigentlich jetzt leer mit Punkten. Ne? 21 habe ich noch. War eigentlich eine ganz gute Punktlandung. Warte mal, den können wir jetzt hier mal rüberziehen. Und dann würde ich sagen, nehme ich das mal aus dem Postkasten raus. Hier kann ich mir auch noch einen aufstellen. Danke für die Geduld. Wie kann ich helfen? Ich habe einen von diesen... Ah ne, die Fetzen habe ich verkauft. Okay, ich dachte schon. So, das lernen wir. Dann habe ich jetzt noch mit dem Hunter, meine ich, das ein oder andere was verkaufen können. The Druid. Hunter, genau. Hier haben wir noch was. Warte mal, bevor wir uns jetzt das gleiche noch kaufen, stellen wir mit dem auch einen Postkasten auf. Ah, da sind auch noch ein paar Items zurückgekommen, die ich quasi einmal am Verkaufen bin. Ah, seht ihr? Da kam jetzt noch ein Item raus, das ich schon habe. Das habe ich vorhin beim Händler gekauft, ne? Das meinte ich. Erst alles quasi holen über die Invasion und dann Zeug einkaufen, sonst kriegt das doppelt. Gut, viel müsste es jetzt nicht mehr sein. Also der Händler, den habe ich komplett fertig. Aber ihr wollte ich das Kettenzeug noch kaufen, ne? Das brauchen wir einmal.
Das haben wir schon. Können wir uns dann auch gleich nochmal das Kettenset angucken, hätte ich gesagt. Dann muss ich halt noch ein bisschen, ne, mit meinem Krieger ein paar Invasionen machen, weil der dementsprechend ja noch das Kettenset braucht. Das habe ich aber leider erst zu spät gecheckt, ne, dass es einen Horden-Only-Mount gibt. Und dann habe ich auf einen Worry geswitcht. Und ja, naja. Okay, also den Händler haben wir fertig. Er hat noch ein Assemble, was ich kaufen müsste. Ah, schon mal, die Assemble sind anscheinend auch noch Blastlocked, sehe ich gerade. Ah, ja. Heute habe ich einen Teil nicht gelernt. Interesting. Dann noch kaufen. Dann muss ich mit, kann ich mit dem Druid dann auch nochmal zuschlagen. Schau mal, da sind anscheinend auch Classlocked Assemble. Ah, guckt mal. Also das könnt ihr vielleicht besser machen als ich. Da habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber ich werde, denke ich mal, eh noch ein paar Invasionen spielen müssen wegen dem Ruf. Also ist das jetzt nicht so wild. Aber dass ich zumindest schon mal das meiste habe. Okay, ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Dann können wir nochmal reinschauen. Ah, das ist quasi das zweite Zeitreset, ne? Also das ist das jetzt hier von Kette. Das ist das Allianz-Set und das ist das von dem Assemble. Ah, okay, I see. Gut, ich meine, jetzt haben wir so gut wie alle Händler durch. Der ist auf 100%. Ah, hier gibt es noch was. Hier gibt es noch ein Pet. Schaut mal an. Was habe ich da sonst noch? Zauber die Klaue. Was ist denn das Ding? Ah, die Faustwaffe, die habe ich aber, glaube ich, auf den Druid rüber geschickt. Oder habe ich die noch nicht gelernt? Ich dachte, die habe ich aus dem Postkasten rausgeholt. Ah ne, die wollte ich mit dem Druid quasi einmal dann noch lernen, genau. Jetzt gucken wir mal. Jetzt beginnt auch gleich wieder das Event, jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken. Aber sonst fängt es leicht zum Lecken an. Kaufen wir uns erstmal das Leder-Assemble bei ihm hier noch. Wir haben lange genug geschlafen. Na, seht ihr, da gibt es auch noch mal eins. Klare Himmel und starke Winde. Was führt euch her? Seht ihr, das ist auch noch ein Teil, was jetzt fehlt. Manchmal erledigt sich das, wenn man dann relockt, ne? Dann hat sich das, dann schmeißt das raus. Okay, ich brauche jetzt noch bei der Mechagnomin. Kann ich mir ein Teil kaufen? Anscheinend ein Pet, so wie es aussieht. Jetzt muss ich bloß gucken, wo wir die haben. Stehen einfach zu viele Leute hier rum. Müsste, glaube ich, irgendwo daneben stehen. Nee, den Baron. Endlich. Komm, jetzt machen wir Trick 17. Wir machen so ein Target-Makro. Tanora. Ah, seht ihr, da hinten unterm Bär ist sie drin. Also, sie hat auch noch ein Pet. Und ein Dolch hat sie. Aber jetzt habe ich mit dem Main auch keine Punkte mehr. Ah, jetzt habe ich auch noch das Pet-Achievement bekommen. Okay. Ein Dolch und ein Schwert. Jetzt muss ich mal schauen. Mit dem Hunter habe ich, glaube ich, auch noch ein paar Punkte, oder? Ah, 5000. Da haben wir das Schwert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit dem... Doch, mit dem Hunter kann ich auch einen Dolch tragen. Sehr schön. Also Dolch und Schwert haben wir auch noch. Schauen wir mal, wie das Zeug aussieht. Ob das was hermacht. Relativ Standard-Items. Naja. Wobei, das Schwert bestimmt zu dem ein oder anderen goldenen Palaset könnte man es hernehmen, ne? So, jetzt gucken wir mal. Den Killbot, den habe ich aber eigentlich gelernt. Den hat er jetzt, glaube ich, irgendwie nicht ganz gecheckt. Das ist doch hier. Den habe ich gelernt. Okay. Das Pet haben wir auch. Die Faustwaffe, die wollte ich noch kaufen. Und dann sind es halt noch diese Assemble-Dinger, ne? Assemble-Teile. Jetzt muss ich mal schauen. Warte mal, das tun wir jetzt mal kurz einmal refreshen. Guck da. Manchmal checkt er das wegen den Pets immer nicht so ganz, wenn ich die schon quasi einmal gelernt habe. Gut, die Faustwaffe schauen wir noch. Die war einmal bei ihr hier. Okay, dann gucken wir mal. Auf dem Hunter haben wir ja noch ein bisschen was. Die hier, die kaufen wir uns noch. Oh, jetzt ist der Hunter aber auch ziemlich blank mit Punkten. So, okay. Auch raus. Die beiden Pets, gut, die müsste ich mal, weiß jetzt nicht, wie das Addon das checkt. Und sonst habe ich jetzt noch drin das Stoff-Assemble und das Platten-Assemble, beziehungsweise hier noch ein paar Plattensachen. Okay, dann switche ich jetzt meine Chars noch ein bisschen für die nächsten von diesen Invasionen und dann gucken wir mal, da werden wir bestimmt noch das eine oder andere kriegen. Ganz optimal lief es jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Char.
der dementsprechend noch 11.000 Punkte hat. Da kann ich theoretisch jetzt auch ein paar Pets kaufen und die Maha verkaufen, denn die müsste man auch eintüten können, also in den dementsprechend, ne, in den Käfig packen und dann ins Auktionshaus stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob du besonderlich viel kriegst, aber zumindest ein bisschen was müsste quasi mit rumkommen. Gut, das war jetzt so ein bisschen XXL-Video an der Stelle, aber ich dachte mir, ich mache das zusammen mit euch in einer kleinen Aufnahme. Mount Guide plus so ein bisschen die ganzen T-Mog-Sachen und so und vielleicht noch ein paar Tipps, ne, wie man die am besten bekommt. Macht vielleicht nicht den Fehler und kauft euch erst das Zeug, sondern schaut, dass ihr die Assemble als erstes kauft und quasi die, die Platten, Stoffketten und Leder-Items bei dem Allianzhändler. Die hatte ich auf dem Schirm. Dass es hier nochmal ein Assemble gibt für jede Rüstungsklasse, hatte ich nicht auf dem Schirm. Macht vielleicht nicht denselben Fehler wie ich. Und ja, da sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.